Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebel. Ja, in der letzten Folge hatten wir leider nicht genug Geld, um den Arm abzusägen. Und ich habe wieder mal in der Zwischenzeit hier eine Zange uns aus Müll geangelt. Und der Freedom Warrior hier wollte mal 5 Dollar für einen Tag haben, den wir jetzt erhalten haben. Und direkt danach hat Channel Tips sich gemeldet und gesagt, ey, das ist nicht gut, dass du da reinhackst. Da habe ich mit ihm halt ein bisschen kurz geschrieben. Wo soll ich denn das wissen? Und ich habe dann gesagt, ja, ich überdenke es mir. Ne? Aber wir wollen in dieser Woche schauen, dass wir auf diese 20 Dollar kommen. Und dafür schauen wir mal an, was hier ist geteilt ist. Baue eine Treibstoffflasche ein, baue mindestens zweimal zusammengewürfeltes Triebwerk ein, baue Treibstoffverteiler ein, erreiche 20 Meter, baue keine Teile der Gruppe Booster ein. Ziel setzen. Bedeutet, wir rippen einfach mal aus dem Ding hier das Ganze raus und machen es relativ simpel. Das kann alles weg. Wir brauchen Treibstoff, eine Flasche, die wir jetzt natürlich direkt umdrehen. Und die kommt in die Nase rein. Ah, vielleicht brauchen wir davon ein Duplikat noch. Nein, das war nicht der Plan. Zack, schauen wir so. Und dann brauchen wir zwei Triebwerke, die wir da einsetzen können. Und dann Verbindungsmethoden Verteiler. Dann hängen wir die Triebwerke ein bisschen raus. Das sollte ja dann hoffentlich funktionieren. Hey, wait, what? Hey, jetzt irgendwas falsch verstanden. Warum kann ich nicht von hier? Vielleicht war einfach der Abstand zu klein. Jetzt geht's okay. Da waren wahrscheinlich einfach die Abstände ein bisschen zu klein. Konstruktion. Und dann brauchen wir noch... Wo waren das jetzt? Das ist das Fahrrad, das zerteilte. PVC. Haben wir da so Seitenflügel? Yes, haben wir. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt auf Bauen. Und schauen, wie gut das Ding fliegt. Na, die Flasche guckt oben raus. Nicht so schön. Aber ich würde trotzdem sagen, schaut alles gut aus. Wir tun die Höhe mal hier. Die Loopings, okay. Den Winkel anzeigen und die vertikale Geschwindigkeit. Und würde sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Das waren kein... Okay, wait, what? Zurück zur Konstruktion. Vielleicht müssen wir leichter bauen. Vielleicht sollten wir mal einen komplett anderen Ansatz angehen und wieder mit Müll arbeiten. Also, Raketenbau. Also schauen wir mal, haben wir hier irgendeine Nase, die hier oben noch fast so. Dann... Der Treibstofftank. Die Triebwerke müssen auch hier dann irgendwo seitlich hin. Und natürlich der Verteiler. Jetzt braucht ihr alles massenweise Platz einfach. Das ist das Problem auch. Das bedeutet, wenn wir Verbinder jetzt sagen, hey, schau her. Ah, da fehlt uns natürlich der Durchgang jetzt. Boah, eine Treibstoffflasche. Ein Meckert, wenn ich zwei baue? Nee.
Baue mindestens 2 gewürfelte Triebwerke ein. Okay, dann back to the drawing board. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir bauen was komplett Übertriebenes. Jetzt muss man da unten hin. Das umdrehen. Du kommst in den Müll. Ich brauche noch eine normale Röhre. Sollte ich ja eigentlich hier irgendwo haben, ne? So eine normale Kurzröhre. Nehmen wir halt das Ding hier. So, und dann. In der Röhre hier runter. Treibstoffverteiler, okay. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich baue ja jetzt mehrere Treibstoffflaschen ein hier. Das Grid System aus. Einfach damit ich die genau platzieren kann. So. Da war schon das erste Problem, es gehen nur 2 Flaschen hier so rein. Aber. Setzen wir dich direkt hier unten rein. Duplizieren dich. Und da unten will ich dann mit PVC-Pipes Verteiler dran. Dann brauchen wir Triebwerke. Oh, scheiße, ich darf ja nicht so kompliziert bauen. Fuck. Okay, wenn ich jetzt Triebwerke einbaue. Die Verkabelung nehme, Verbinder. Und wären wir jetzt gerade so bei 70. Aber wir können bei der Konstruktion einen Schritt zurückgehen. Das Teil locker rausnehmen. Dann ist nur die Frage, kann ich rein theoretisch irgendwo noch was einsparen? Wenn ich sage, okay, wir ziehen dich jetzt zum Beispiel nach oben. Auch ein Stück nach oben. Schauen wir mal bei PVC. Wenn ich dich hier in der Mitte einsetze, das ging hier zum Beispiel. Wir rücken das raus. Setzen das ein. So, und jetzt müssen wir nochmal an die Verkabelung gehen, weil die muss jetzt neu gemacht werden. Jetzt können wir nochmal ein bisschen feiner tunen, das Raster deaktivieren. So, und dann gehen wir einfach, würde ich sagen, auf Bauen. Mal ein bisschen anders, aber schauen wir mal, wie das fliegt. Wieder die Höhe. Vertikale Geschwindigkeit, allgemeine Geschwindigkeit. Ich würde sagen 3, 2, 1. Es fliegt höher. Es fliegt auf jeden Fall höher. Perfekt. So wollten wir das erteilt. Instabiler Flug, ja, Flüssenstärke, das war halt erwartungsgemäß, ne?
Aber hey, wir haben es geschafft, so wie wir es wollten. Video hochteilen, wieder hochladen. Verbindungselemente symmetrisch. Spaziergang und Schwanz. Ah, vielleicht sollten wir doch eins einsetzen für Racen. So. Clevere Kombination. Oh. 88 neue Abonnenten. Ist zwar kein Top-Video und so Zeug, aber ein bisschen was hat's gebracht. Gefälscht oder was denn noch? Wird die NASA-Fanboys alles glauben? Oh, schon wieder 3 neue Nachrichten. What? Okay, was flüssig so gut gemacht. Langsam hast du den Dreh raus. Ist knifflig, aber ich kriege es hin. Das war ehrlich gesagt ein kleiner Zufall. Ja. Teilemuseum, der neue Booster. Oh, ist der neue Booster fertig? Das wäre mega geil. Was ist das denn? Schrotttriebwerk. Oh, geil. Neues Triebwerk. Wenn du noch höher steigen willst, solltest du in Betracht ziehen, dir professionelle Zubehör zu kaufen. Du hast dir Angebot viele neue Teile ergänzt. Es lohnt sich, ein Auge reinzu. Danke für den Tipp. Die haben auch ganz viele Sachen hier. Ist ja aber tatsächlich wurscht, das Rote ist interessanter. Königliche Grüße, ich bin der Teilekurator. Früher bekannt als Kunstkurator. Bist du. Aber ist das so in einem Museum? Früher mal, ja, aber dann wurde es immer langweiliger. Klassische Kunst ist langsam und. Bin ich im Begriff, mein eigenes Teilemuseum, okay. Den offenen Gegenstand brauche ich. Auf die Beine zu stellen, ist kein Zucker schlecken könntest, du bei meiner Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Aber ich interessiere mich für Raketen und nicht für Kunst, Junge. Falscher Bereich. Und dass du die künstlerische Seite meiner Arbeit auf an. Und was willst du jetzt von mir? Ich weiß nicht mehr, was der will von mir. Zur Schau. Ah, er will Raketenteile zur Schau stellen. Klingt ja an einem Schrottplatz. Ja, genau so. Alter, der Typ hat auch wieder viel zu viel zu erzählen. Ich soll beim Museum vorbei sein und deine Teile werden automatisch hinzugefügt? Künstler würde ich mich jetzt aber nicht bezeichnen. Ich werde mich bemühen, okay? Für Stücke immer bewundern kannst, habe ich eine. Das war uns schon passiert, der Blick auskennen, okay? Wait. What? Okay. Lol, okay, ja. Ich will zu meinem Booster, bitte. Bitte lass mich zu meinem Booster. Komm, lass mich zu meinem Booster. Oh, Doppelflosse. Eine Doppelflosse. Okay, es hat sich gelohnt, mit ihm zu reden. Okay, ich will jetzt aber immer noch. Oh, ist der neue Booster fertig? Danke. Ja, komm, wir wissen beide, um was es eigentlich hier geht. Wir wollen den Doppelbooster. Oh, der Super Big Booster. Spitze, gib ihn mir. Gib ihn mir. Das geht leider. Oh. Der neue Booster ist jetzt im Shop erhältlich.
schnell zuschlagen, damit die Raketen. Besser. Der ist jetzt im Shop erhältlich. Großer. Oh. Yo! Großer Booster, ja, okay, es wird teuer. So dezent. Machen wir uns mal weiter Aufgaben zu legen. Neue Höhen 3. Erreiche 54, bleibe unter 500 Meter. Schließe den Start ab, indem du, okay, Toilettensturz. Haben wir immer noch freischaffendes Feuerwerk. Stuntrakete erfülle ich rolle an. Baue Rahmen ein, baue Lenker ein. Achso, genau. Das war das Fahrrad. Sollte ich das noch mal ein bisschen drehen? Damit es ein bisschen gerader ist. Wie hoch soll das fliegen? Erreiche 20 Meter. Kann ich da nicht so Doppelbooster reinsetzen? Locker, easy. Ich bin halt gespannt, ob das, wenn wir die wieder zurückbringen, wir haben doch ein neues Triebwerk halt noch. Das ist ja perfekt dafür geeignet. Ich krieg da voll nur eins unter. Die sind halt alle zu klein. Ich würde einfach sagen, bauen. Ich hab eine Rakete, kann ich hier vorne Teile von der Frage. Ach, komm mal, ich darf also nicht die hier einbauen. Dann müssen wir halt irgend. In der Mitte noch den hier. Dann bauen. Der steht doch nicht mal, wenn ich starten will. Oh Gott, das fliegt echt. Oh, fliegendes Fahrrad. Das flog besser als erwartet. Zu viel Flug. Ja, das konnte ich halt nicht verhindern. Ich durfte nichts anderes verwenden. Vollständiges Fahrradschrauber, Sattel und Fahrradfahrer. Das müssten alles Teile sein, die zusammenpassen. Das schaut echt weird aus eigentlich. Aber auch irgendwie cool. Mega Kombination. 200.000 Aufrufe. Holy shit, das war gut. Fortsetzen. Rakete de France. Scrap that. Hallo. Mein Eltern hat mir gerade gestern dein Video gezeigt mit der Rede. Wie originell. Hast du dieses ganze Lange? Er hat mich darum gebeten, dass ich sowas. Wow. Wir wollen ehrlich bleiben. Dich kontaktiert. Ich hatte gar keine Ahnung, dass dein Kanal so beliebt ist. Ich bastel gerne mit Schrott, ich sammle in verschiedenen Orten und baue daraus Gefühl. Ja, leider, so ein hartes Anstreichen. Nee, wir bleiben ehrlich. Oh ja. Wait, what? Ist ein. Pff, okay. Ist scheußlich. Ich würde echt gerne mal von deiner Arbeit sehen. Vielleicht kann der Booster bauen für uns. Der schaut cool aus. Finde ich geil. Das ist nicht mal gelogen. Nachdem Rocket Kill ihre Raketen aus dem gepostet hat, habe ich selbst bekommen, Raketen zu bauen. Und schon mit tollem Material, jetzt gehöre ich einer kleinen Community an. Alle Leute an die Raketen aus Schrott bauen. Macht richtig Spaß. Klingt toll. Stoßt du nichts uns dazu? Diese Fahrradteile sind ohnehin schon perfekter Schrott. Hat alle möglichen Formen und Skulpturen daraus erschaffen. Gut, was soll ich bauen?
Hier ist ein Fahrrad-Totempfahl. Eine Rakete mit mindestens 3 Metern Länge. Du darfst nur Fahrradteile verwenden, ansonsten wäre es keine Schrottstruktur. Mach ich. Hört sich lustig an. Jetzt will ich zum DJI-Typ hier. Und kannst du mir die jetzt zersägen, bitte? Sicher. Den linken Arm. $20. Bezahlen wir 20 Euro. Klick. Fallen die Dinge aus dem Konto? Einen Moment, bitte. Fertig. Bitteschön. Linker Arm. Wenn ich das gesägt haben will, soll ich mich bei mir melden. Aber ich habe... Wir können den Treibstoffsack jetzt kaufen. Ja. Und es hört sich bescheuert an, aber ich will jetzt auch den anderen Tanki kaufen. Weil je mehr größere Treibstoffe wir haben, desto besser können wir arbeiten. Und das, glaube ich, wird ein wichtiger Teil werden. Danke für deine Idee auf jeden Fall erstmal hier. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.